Jetzt gehen wir mal rein zu ApoRed. Mein YouTube-Kanal wurde gehackt. Auf geht's. Ja, moin Leute. ApoSoftTalker schaut meine Freunde mit einem weiteren leckeren Video. Und heute ein neues Video. Die Sommerferien sind ja bei den meisten vorbei, deswegen kriegt ihr ein paar leckere Videos wieder. Ich weiß nicht, ob ApoRed das mittlerweile extra macht, weil es halt so ein Meme geworden ist. Aber guck mal. Glaubt ihr, ApoRed setzt sich aus Versehen vor eine Matratze mit so roten Flecken drauf? Ich glaube, mittlerweile ist das halt alles nur noch ein, Meme. Ich glaube, er hat auch selber gecheckt, dass er da nicht mehr rauskommt mit irgendwas. Und deswegen nimmt er jetzt einfach das so mit, wie es ist. So, er geht jetzt auf das, er nimmt das Kardinen-Meme und dass er keine Ahnung was alles. Ich glaube, er nimmt es selber nicht mehr ernst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, weiß ich nicht. Deswegen kriegt ihr ein paar leckere Videos wieder. Ich habe leider keine super Neuigkeiten. Und zwar, ja, was soll ich sagen, Freunde? Ich wurde aber brutal gehackt, als ich einen Step... Brutal wurde gehackt. Okay, ich bin gespannt. Let's go! ...gemacht habe nach Wuppertal. Das war nicht so lange her. Da habe ich ja ABJ besucht, Hisham und die Boys. Da waren wir eines Abends ganz normal unterwegs. Auf einmal schreiben mir meine Boys, einmal der Ali und der Sascha, die schreiben mir, ey, Red... Check schnell ab, guck mal auf deinem PC, guck mal schnell, du wurdest gehackt. Und ihr müsst euch vorstellen, es geht hier um meinen YouTube-Channel Red Summer. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, es war irgendwie relativ spät, es war auf jeden Fall dunkel. Dann hat irgendjemand Control gehabt über meinen YouTube-Channel Red Summer. Und das Krasse ist, der hat doch irgendwie alle Videos privat gestellt, also er hat sie nicht gelöscht, er hat sie privat gestellt und dann hat er irgendwelche komischen Videos hochgeladen, so nach dem Motto, hier, dieses Programm kostenlos, ne, ich weiß es nicht, ne, kennt doch diese typischen Programme so, die man eigentlich erwerben muss, so wie Photoshop oder Sony Vegas oder... Photoshop war ein Joke, ich war da nicht mal hellwach. Whatever, wie die heißen, ne? Hat er dann irgendwie geworben auf meinen Channel, so richtig eklig. Ich glaube, das ist auch so eine Masche, um irgendwie weitere Leute zu hacken. Ich habe keine Ahnung, welche Masche dahinter steckt. Ja, das hat natürlich so den Abend schon gut versaut, muss ich zugeben. Ne? Also ich bin dann irgendwie vorzeitig abgehauen. Ein Kollegen, der hat mich danach zu ABK direkt gefahren und habe da irgendwie versucht, schnell die Kontrolle wieder zu ergattern, sage ich mal. Hat auch funktioniert. Also ich bin dann irgendwie wieder, ich habe dann irgendwie Zugriff gehabt auf meinen Channel durch meine E-Mail. Dann habe Wisst ihr, warum ApoRed sich nicht mehr die Haare an den Seiten kurz macht? Es haben zu viele Leute geschrieben, Seiten auf Kontostand, und hat er gesagt, okay, das kann ich nicht mehr, da muss ich los. Dann, seitdem lässt er wachsen. Ich habe erstmal diese Videos offline gestellt, also diese neuen, und wieder gelöscht, ne? Klare Sache, ich wollte diesen Schmutz nicht auf meinem Kanal haben. So, da habt ihr meine Videos auch wieder online gestellt. Und jetzt kommt das super Traurige an dieser ganzen Geschichte. Das super Traurige. Als ich dann abchecken wollte, ich wollte, glaube ich, irgendjemanden Admin geben, weil ich habe jetzt auch einen neuen Cutter, habe ich gemerkt, Digga, ich habe keine richtigen Rechte mehr auf meinem Channel. Ich habe gar keine Rechte mehr. Ich dachte mir so, hey, warum ist das so? Also ich kann noch auf den Channel zugreifen, aber ich bin nicht mehr der Inhaber. Nein, also bei den YouTube-Channel ist das ja so, man hat immer, das ist, also der YouTube-Channel ist quasi immer associated, also verknüpft quasi mit einer E-Mail, und diese E-Mail ist dann der Inhaber als Beispiel, und du kannst dann halt auch andere irgendwie administrative Rechte geben. Das heißt, die können auf deinen Channel raufgehen, die können auch vieles bearbeiten, aber die können solche super Sachen machen, also super Sachen nicht machen, wie zum Beispiel den Kanal löschen oder sonstige Sachen. Keine Ahnung, ist mein billiges Fachwissen in diesem Bereich. Und ich habe dann gesehen, dass meine ursprüngliche E-Mail, die eigentlich der Inhaber war, ne, also die alles machen kann, wie zum Beispiel auch die Zahlungsmittel ändern oder Channel löschen oder was auch immer, ne, also richtig die richtigen Hauptrechte von dieser E-Mail, die wurden ihm einfach weggenommen, und dann ist ja einfach an so eine Fremden weitergegangen. Also welche E-Mail das war, das konnte ich auch irgendwie gar nicht mehr sehen, so weil mir einfach die Rechte gefehlt haben. Was ich natürlich gemacht habe, ist, ich habe dann einfach YouTube kontaktiert und der gesagt, ja, ich wurde gehackt und die E-Mail wurde geändert. Die haben höchstwahrscheinlich die Zahlungsmittel dann auch geändert, dass hier dann alle Zahlungen zu denen geht. Und ich weiß nicht, vielleicht wollen die den Channel auch verkaufen. I don't know, so ich kann ja nichts machen, so, ne? Ich wurde offensichtlich gehackt und es wurde offensichtlich jetzt alles geändert. Und YouTube, richtig geil, wie die waren. Ich habe auch nur die Screenshots davon, ne? Die meinten dann einfach, ja, ja, wir überprüfen das, macht dir keine Sorgen, alles cool und so. Und danach nach der Überprüfung. Wir überprüfen das. Let's go. Prüfung kriege ich dann einfach eine Mail von denen und dann sagen einfach. Hallo Nadim, die Kontoprüfung hat etwas gedauert. Wir danken dir für deine Geduld. Unsere Experten konnten anhand der Angaben in dieser Nachricht keine Hinweise darauf finden, dass dein Google-Konto gehackt wurde. Möglicherweise wurden die Änderungen, die du auf deinem Kanal bemerkt hast, durch andere Personen vorgenommen, die Zugriff auf dein Konto haben. Du solltest prüfen, ob du die E-Mail-Adresse oder das Passwort für dein Konto mit anderen Nutzern geteilt hast. Mir ist bewusst, dass du dir eine andere Antwort erhofft hast. Wenn es zusätzliche Informationen gibt, die du uns noch nicht gesendet hast, können wir diese Nachweise gern prüfen. Ja, das war's. Einfach, ey, sorry, wir konnten nicht feststellen, dass du gehackt worden bist. Und ich mir denke, Digga, wem bist du hier? Ich wurde offensichtlich gehackt, das ist eine klare Nummer.
Und ich sagte einfach, wir können das nicht feststellen. Weil die meinten auch zu mir, ja, du meintest ja auch, dass der Hacker auch irgendwelche Videos hochgeladen hat, dann schick mal die Links. Ich meinte, wie soll ich die Links schicken? Ich habe die Videos gelöscht, nachdem ich direkt da wieder Zugriff hatte. Ne? Das war auf jeden Fall eine richtig weirde Nummer. Jetzt meinten die am Ende des Tages, wir können leider nicht weiterhelfen, tut uns leid, wenn das auch nicht die gewünschte Antwort ist. Das heißt, Status Quo ist einfach, ich kann zwar auf den Channel Videos hochladen, aber der Channel gehört mir nicht. Ich bin quasi eine Art Manager für den Channel, aber ich bin nicht der Owner. Mir gehört der Channel nicht mehr. Es ist richtig lost, obwohl das eigentlich ursprünglich mein Channel war. Richtig dumm einfach, ne? Aber das Ding ist, Hard of Hard, so krass stört mich das jetzt auch nicht. Stört mich nicht. Der Channel hat 360.000 Abonnenten, der wurde mir weggenommen. Aber Hard of Hard stört mich jetzt eigentlich auch nicht. Ist okay, soll der behalten. Ich bin ehrlich, aktuell so die Games sowieso, die gerade so in Deutschland so mäßig angesagt sind etc., ne, in den Communities fühle ich, muss ich sagen, aktuell auch nicht mehr so. Ne? Also Fortnite habe ich auch schon seit längerem nicht mehr so aktiv gezockt. Wo wir aber beim Thema Gaming sind, dieses heutige Video wird gesponsert von Genshin Impact. Er sagt, er fühlt die aktuellen Games nicht und macht dann Werbung für ein Game? Oh, das war doch komplette Arschkarte, oder? Das war auch für Genshin Impact komplette Arschkarte, weil er sagt doch erst, den aktuellen Gaming-Markt fühle ich nicht. Aber ich mache trotzdem Werbung für Gaming. Ich will mir die Werbung angucken. Ich bin gespannt. Genshin Impact, Freunde, sollten viele von euch kennen. Es ist das meistgetweetetste Game auf dieser Welt. Das meistgetweetetste Game? Was hat er gerade gesagt? Meistgetweetetste Game auf dieser... Das was? Das was ist das? Sagt er das meistgetweetetste Game? Sollten viele von euch kennen. Es ist das meistgetweetetste Game auf dieser... Das meistgetweetetste Game? Das meistgetweetetste Game? Das meistgetweetetste Game? Es ist ein Open-World-RPG, okay? Richtig schön in Anime-Style, was ich brutal schön finde auf jeden Fall. Es hat eine Top-Bewertung, zum Beispiel ING 9 von 10, was... Aber es ist das meistgetweetetste Game. Das ist das Wichtigste. Wir hören noch einmal ganz kurz rein. Ich müsste einmal... Das kann er doch nicht sagen, oder? Also ist das, was im Briefing stand bei Genshin Impact? Kannst du bitte erwähnen, dass es das meistgetweetetste Game ist? Okay. Es ist das meistgetweetetste Game auf dieser Welt. Das meistgetweetetste Game auf dieser Welt. Also ich finde das so absurd, das als Werbefakt zu sagen, dass ein Spiel das meistgetweetetste ist. Oder meint er das meistgespielteste? Weil, das wird doch Genshin wirklich, also, aber, also, meint Genshin Impact jetzt das meistgespielteste Game? Oder meinen die das? Also ich verstehe es nicht. Es ist auf jeden Fall ein super schönes Spiel. Es ist kostenlos. Genshin Impact hat auch eine richtig schöne abgeschnittene Story mit richtig coolen Charakteren, einem richtig coolen Style. Ihr habt zum Beispiel. Also ich muss sagen, es ist wirklich ein schönes Spiel. Also Genshin Impact ist wirklich ein schönes Spiel. Das ist ja nicht falsch. Aber das ist das meistgetweetete Spiel der Welt ist, das hat mich nicht überzeugt. Ein Katzenmädchen, ein Fuchsmädchen oder ein Samurai, ne? Also richtig geile Option. Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, was von vielen unterschätzt wird, ist einfach die Musik. Genshin Impact hat einfach Weltklasse-Autoren am Start und haben schon einige Preise abgeräumt. Also was Thema Musik angeht, super krass. Und das gibt dem ganzen Game einfach nochmal viel mehr Atmosphäre. Was es noch hat, ist eine extrem geile, hohe Grafik. Ein multiples, interaktives System. Es hat 7 verschiedene Regionen. Und liest er da alles ab? Was liest er denn bitte ab? Er hat was? 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 Eine geile hohe Grafik. Eine geile hohe Grafik, okay. Grafik? Ein multiple. Also es ist. Ich weiß nicht, ob es so eine geile hohe Grafik ist. Es ist eine sehr schöne Grafik, ne? So eine Cell-Shading-Anime-Grafik. Es sieht gut aus. Also ich würde mich nicht beschweren, ne? Es sieht besser aus als jedes Pokémon-Spiel, was jemals rausgekommen ist, auf jeden Fall. Also über die Grafik würde ich mich nicht beschweren. Es sieht schön aus. Aber was sagt er jetzt? Das interaktives System. Was für ein was? Ich verstehe gar nicht. Ich zocke selber viel. Aber ich verstehe als Kunde jetzt überhaupt nicht, was mir diese Werbung sagen soll. Die Werbung sagt mir jetzt, was genau ein interaktives System, was denn? Was soll das bedeuten? Ich verstehe nicht. Grafik, ein multiples interaktives System. Ein multiples interaktives System. Ja, das hat mich auf jeden Fall überzeugt. Mama, kann ich Genshin Impact haben? Das hat ein multiples interaktives System. Okay, ist kostenlos. Lass sie einfach runter, du kleiner Huren. 7 verschiedene Regionen. Und ihr müsst euch vorstellen, Regionen sind auch mal alle unterschiedlich geil. Ihr müsst euch vorstellen, die Regionen sind unterschiedlich geil. Manche sind sehr geil, manche sind so mittelgeil, aber die sind unterschiedlich geil. Es sind 7 unterschiedliche geile Regionen, die sind unterschiedlich geil. Das müsst ihr euch mal vorstellen.
Diese Werbung finde ich 10 von 10. Sage ich euch, wie es ist? Gute Werbung. Hört sich nur so an, als hätte das Spiel noch nie, auch nur eine Sekunde, sich damit beschäftigt. Aber unterhaltsam. Unterschiedliche Kulturen, die haben einfach einen unterschiedlichen Vibe. Unterschiedliche Kulturen, die haben unterschiedliche Regionen, die sind unterschiedlich. Unterschiedliche Kulturen, die haben einfach einen unterschiedlichen Vibe. Das heißt, ihr habt mega viel Abwechslung. Wo wir beim Thema Region sind, Freunde, es ist ein neues Update rausgekommen. Wie er so wirklich jeden Satz abliest. Perfekt. Und es ist eine neue Region dazugekommen, und zwar Sumeru. Und ihr wisst was... Jetzt am Anfang hat er noch irgendwie gefühlt, so ein bisschen so getan, so auf Undercover, aber jetzt wirklich komplett drauf geschissen. Das ist eine neue Region heißt, das heißt, ihr habt auch wieder neue Charaktere. Hier zum Beispiel Kolai, Uri und Kignari. Ihr habt auch ein neues Element, und zwar Dendro. Ja, Genshin Impact hat verschiedene Elemente. Wenn er sowieso schon Gameplay einbaut, wieso baut er das Gameplay nicht dann ein, wenn er so abliest? Er könnte es doch so perfekt drüber machen, während er gerade abliest, damit man nicht sieht, wie er abliest. Er könnte doch einfach das Gameplay, zack, so da drüber setzen, damit es nicht so scheiße aussieht. Und hier auch ein neues, also auch richtig knackig. Ihr habt wieder schöne neue Gameplay-Erfahrungen, okay? Durch die neue Region Sumeru habt ihr natürlich wieder frische, neue Landschaften, einen komplett neuen Stil, eine komplett neue Kultur. Wie gesagt, das hat die Gameplay-Erfahrung nochmal drastisch erhöht. Und das Geile ist... Das hat die Gameplay-Erfahrung drastisch erhöht. Bruder, du hast das Spiel noch nie eine Sekunde gespielt. Hör doch auf zu labern. Es hat die Gameplay-Erfahrung drastisch erhöht. Das Ganze könnt ihr richtig schön knackig bis zu 3 Leuten im Koop nochmal genießen. Richtig schön. Nichts hält euch auf, Freunde. Ihr könnt den QR-Code schön hier abscannen. Ihr könnt auch gerne mal den Link in der Beschreibung abchecken. Das Spiel ist wirklich bulletproof, richtig sweet, richtig schön und natürlich kostenlos. Und weil ich der allerechte Hase bin, kriegt ihr natürlich von mir einen Bonuscode. Der ist in der Beschreibung. Also, viel Spaß mit Genshin Impact. Der Bonuscode ist in der Beschreibung, let's go. Mit dem Video. Es gibt einfach Das war eine ziemlich lange Werbung, aber okay. Kein Game, wie gesagt, jetzt in den deutschen Community ist, was mich jetzt einfach so catcht, weswegen ich auch wahrscheinlich einfach erstmal auch keinen neuen Red Summer Channel mache oder einfach auf den Channel Videos hochlade. Ich habe auch sowieso, wie gesagt, keine Sicherheit bei diesem Channel, deswegen will ich so oder so da nichts. Was bekomme ich jetzt von dem Code, frage ich mich. Was bekomme ich jetzt von dem Code? Das Spiel ist doch kostenlos. Was bekomme ich denn von dem Code? Bekomme ich ein bisschen Ingame-Währung, damit ich mir davon die Skins kaufen kann oder die verschiedenen Charakter? Hättest du mir auch mal erzählen können. Kriege ich eine neue Kultur, die unterschiedlich ist. Und wie gesagt, deswegen, ich werde auch keinen neuen Red Summer Channel erstmal machen und da jetzt irgendwelche Standard-Games da hochladen. Ich könnte jetzt auf Krampf, wie gesagt, das einen neuen Channel machen und jetzt irgendwie Fortnite hochladen. Ne? Ich könnte jetzt auch GTA Roleplay machen, so was auch immer. Aber wie gesagt, in erster Linie steht bei mir bei Gaming ist einfach eine Leidenschaft. Ne? Er widerspricht sich doch komplett. Er sagt, es gibt gerade nicht so die Spiele, die angesagt sind in der Gaming-Landschaft, die gefallen ihm nicht so. Deswegen spielt er gar keins. Also er spielt nur angesagte Spiele, die gut laufen. Aber auf dem anderen Satz sagt er dann, yo, bei mir steht die Leidenschaft im Vordergrund. Bruder, dann hör doch auf, nur die gehypten Spiele zu spielen, die gerade mega angesagt sind, sondern spiel doch einfach was, worauf du Bock hast. Bruder, ich streame auch World of Warcraft, was gefühlt in deutschsprachigen Raum ein Bruchteil der Menschen interessiert. Juckt keinen, aber es ist einfach wirklich, das ist wirklich meine Leidenschaft, das zocke ich gerne. Anstatt nur GTA RP und die ganzen Mega-Hype-Games. Bruder, du redest von Leidenschaft und zockst nur die Spiele, die gerade für einen Hype sorgen, wie Fortnite in seiner Halbzeit. Das finde ich, also da muss ich sagen, da muss ich los. Ich mache jetzt nicht auf Krampf jetzt irgendwie ein Game, worauf ich keinen Bock habe. Für mich ist es mal sehr wichtig, so primär, man muss Spaß an der Sache haben. Und deswegen gibt es auch erstmal keinen Red Summer Channel, weil, wie gesagt, es ist scheißegal, wie viel Geld dahinter steckt. Voll viele meinten auch, Red, mach doch GTA Roleplay, Digga, das wird so easy laufen. Du mach auch noch Twitch dazu. Digga, du kriegst locker 10.000 Subs und Digga, das wird bei dir richtig reißen. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Aber das Ding ist, ich habe einfach keinen Bock darauf. Und da kann auch wirklich so viel Geld dahinter stecken. Wenn ich keinen Bock darauf habe, dann habe ich keinen Bock darauf, weil ich YouTube, wie gesagt, primär als Hobby gestartet habe. Und das ist halt so eine Sache, das ist so, finde ich, so eine Eigenschaft, das haben die meisten gar nicht, ne? Ich habe zum Beispiel bis vor kurzem jetzt noch einen Anruf bekommen mit einem weiteren... Ich habe einen Anruf bekommen? Von wem? ...einen Boxkampf. Oh, ein Boxkampf. Und da wurde mir auch ein brutales, also, ja, schon ein brutales Angebot gemacht. Und zwar 100.000 Euro wurde mir und 100.000 Euro wurde meinem Gegner angeboten. Und das ist eine safe Sache. 100k, das ist sehr viel Geld, ne? Und wie gesagt, 100k für meinen Gegner. Du weißt, was ich ja noch gesagt habe. Ich Digga, kein Bock. Ich habe aktuell zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keinen Bock, mich jetzt 3 Monate vorzubereiten. Und das würde ich sogar für 100.000 Euro nicht machen. Also ich würde es auch nicht für 100.000 Euro machen. Ich würde noch nicht meine Gesundheit aufs Spiel setzen und mir vom Kopf schlagen lassen, wo ich vielleicht dann dauerhafte Schäden bekommen würde für 100k. Außerdem wird das Finanzamt doch eh kommen und das Geld einsacken.
Red. Weil wenn du im Insolvenzmodus bist, wie du schon selber gesagt hast, dann darfst du gar keine 100k irgendwo rausziehen, beziehungsweise das Geld wird dir doch eh dann direkt in, das wird doch eh direkt weggenommen. Also es macht eh keinen Sinn, oder? Vielleicht wird man irgendwann drauf zugreifen, aber wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt, einfach keinen Bock. Mir ist es völlig Wayne, ne, ob man jetzt irgendwie mit einem Spiel jetzt voll irgendwie das Cash absagen kann oder was auch immer, weil für mich der Spaß an erster Stelle steht. Ich muss auch zugeben, nach dem Boxkampf war ich nicht mal einmal beim Boxtraining. Also ich hatte irgendwie schon Bock gehabt, weiterzumachen, aber ich weiß nicht, bin nicht mal... Willenskraft. Einmal nur nach Boxen gewesen, also wirklich absolut keine Hände gehabt, ne? Ja, Quintessenz des Videos, erstmal kein Retzhammer, Freunde. Wie gesagt, ich mache nur das, worauf ich Bock habe. YouTube ist für mich einfach ein Hobby. Hauptsächlich mache ich halt einfach andere Sachen, die halt einfach auch viel mehr Zeit aufwenden und auch mehr Priorität haben, ne? Viele haben mir auch gefragt, ja, was machst du denn sonst neben YouTube und warum hast du lange keine Musik rausgehauen, blablabla, blablabla, ne? Also ich habe mich auch so oder so in den letzten Jahren immer so richtig viel rumprobiert, ne? Sei es auch so, keine Ahnung, so Krypto, bin ich 2018 reingestiegen, gut sechsstellig, ne? War auch echt knackig teilweise, ne? Aber es war jetzt nichts Ernstes so, ne? Bin auch dann ausgestiegen, weil ich dann einfach, das fand ich mir auch, die Welt war mir auch einfach nicht so sicher genug, ne? Autobusiness habe ich auch nebenbei gemacht, aber wirklich komplett nebenbei. Da war auch so ein süßer Gewinn, aber das ist jetzt auch nichts Ernstes, Hauptsächliches. Was ich so hauptsächlich gemacht habe, ist eher so Investments, ne? So wirklich. Investments. Die Sache ist, ich glaube, er nimmt es selber nicht mehr ernst. Ich glaube, er hat gecheckt so. Ich glaube, er hat mittlerweile gecheckt. Meine Meinung, ich glaube, er hat gecheckt, dass ihm niemand mehr wirklich was glaubt, weil er hat seine Glaubwürdigkeit halt komplett vor die Wand gefahren. Verständlicherweise. Und deswegen labert er jetzt einfach das, was die Leute hören wollen. Und Was wollen die Leute hören? Das UpRed sagt, ja, ich habe hier ein bisschen da Business gemacht, habe damit mit Krypto habe ich sechsstellig Gewinne gemacht, hier habe ich noch ein bisschen Auto-Business gemacht, aber hauptsächlich habe ich Investments gemacht, habe damit richtig viel Geld verdient, hier habe aus 1.000 Euro habe ich 100.000 Euro gemacht, dies, das. Das sind Sachen, das ist das, was die Leute doch hören wollen, weil sie sich darüber lustig machen können. Ich glaube nicht, dass UpRed das ernst meint. Also, wenn er das ernst meint, dann weil... Ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen. Ich glaube, er redet einfach nur das, was die Leute hören wollen. So. Dass die Leute jetzt sagen können, hahaha, was er sich vor, was, wie er träumt, haha. So, ich glaube, es ist einfach mittlerweile von ihm auch nur noch Bullshit-Gelaber. Und bewusst halt auch, ne? So, dass er weiß, die Leute glauben es eh nicht. Aber was ich nicht, was ich schade finde, ist, wo sind die 5 Autos? Zeig sie. Investments und so Firmen reinkaufen, mit agieren, ne? Die Firma noch umbringen, sei es aber Marketing helfen, ne? Oder. Überleg mal, UpRed. Hilf deiner Firma beim Marketing. Bruder. Sonstige Schritte, auch beim Lagermanagement geholfen. Also so richtig, so ernstes Business, was gar nicht so interessant ist wie YouTube. Deswegen zeige ich es auch nie auf YouTube oder erwähne es nie so richtig, weil es halt einfach, es ist wirklich für die meisten von euch stinklangweilig, ne? Also der ganze Geschäftskram. Deswegen versuche ich sowas immer von YouTube so ein bisschen fernzuhalten, ne? Aber wie gesagt, so hauptsächlich muss ich sagen, die größten Erfolge so mit Investments gemacht. Hat er mit Nano Gaming, würde ich sagen. Das sind die größten Erfolge mit Nano Gaming. So, ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, so aus 8.000 habe ich mal zum Beispiel einfach mal einen siebenstelligen Betrag gemacht. So, das war aus 8.000 hat er über 1 Million gemacht. Ja, das ist ein gutes Investment gewesen. Das ist ein Top-Investment. Da frage ich mich aber an dieser Stelle, in welche Firma konnte er mit 7.000 Euro überhaupt einsteigen? In welche seriöse Firma kann man mit 7.000 Euro so einen Anteil kaufen, dass man dann am Ende über 1 Million bei rauskommt. So. Alleine diese Logik dahinter, ich glaube, das macht er bewusst mittlerweile, um am Ende einfach nur Scheiße zu labern. Also das kannst du mir nicht erzählen. Auf jeden Fall so prozentual gesehen der höchste Gewinn, aber ich habe auch mal, keine Ahnung, mal 50.000 oder 100.000 mal irgendwo investiert. Meistens, wie gesagt, immer super Erfolge. Also Investments, wie gesagt, habe ich immer sehr gerne gemacht, mache ich auch sehr gerne. Werde ich wahrscheinlich zukünftig auch längerfristig immer weitermachen. Investments habe ich immer sehr gerne gemacht. Ich checke nicht, wie... Ich komme da auch nicht mehr mit. Ich checke nicht mehr genau, was er mir sagen möchte. Finde ich top, auf jeden Fall. Naja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache wahrscheinlich demnächst wieder einen kleinen Stepper nach Whoopi Boy. Und dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was man so für coole Videos drehen kann. Ich bin da so ein bisschen gerade auf dem Essenstrip. Ich habe da auch ein paar geile Ideen. Aber lasst euch da überraschen, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Warum du nicht genug Freunde hast, kommt als Video, wenn man sich ein UpRed-Video anguckt. Ist das eine versteckte Botschaft? Okay. Ja, war auf jeden Fall ein interessantes Video. Aber die Werbung war 10 von 10. Hätte länger Werbung machen können. Okay.